Hallihallo, ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen heute hier bei LS22 Neighbors. Bevor wir jetzt anfangen, meine lieben kleinen Freunde, habe ich noch einen kurzen Einspieler, nämlich es gibt den LS oder den Farming Simulator 25 bald. Und da würde ich mir sagen, Mats ab! So, meine lieben Freunde da draußen, genau, abonniert ganz gerne mal, denn wir sind auf der Spur des LS25 und alles, was neu reinkommt, das werdet ihr hier sofort erfahren und vielleicht früher als bei manch anderem. So, na gut, meine Freunde. Stefan! Servus. Grüße. Hier, ich muss mal das Ding voll machen. Ja. Soll ich dir immer sagen, soll ich dir immer sagen, wie viel ich genommen habe, hä? Ja, aber den Pedal, den haben wir auch. Was habt ihr? Ja, den Düngesteuer haben wir ja auch. Der fasst ja 9000. Ja, aber ich müsste ja sagen, wie viel ich Fuhren immer rausgenommen habe. Ja, das kann schon einfach sagen. Das rechnen wir dann die aus. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob ich den schon mal voll gemacht hatte. Ich glaube nicht. Ja. Das ist jetzt das erste Mal, ne? Ja. Gut, dann mache ich den jetzt. Also einfach hier drunter fahren oder was? Ja. Gut, dann mache ich das mal. Warte mal. Noch ein Stück, stopp. Gut. So machst du an? Ja. Warte mal. Gut. Ja, also immer 9000, hä? Ja. Sind das. Ich muss mal gucken, wie weit ich komme. Ich muss ja eigentlich, musste 91 und 88 muss ich machen. Ja, 91 und 88. Brauche ich ein bisschen was. Ja. Guck mal, ich dachte dann, wie gesagt, Bescheid, wie viel das war und dann können wir ja alles machen, ne? Siehst du, Kartoffeln musst du auch noch eine Rechnung schreiben, will ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Was hatten wir da ausgemacht vom Preis her? Ich schau mal kurz bei mir in der Liste nach. Wir hatten einen Ankaufspreis von 450. Ohne Kartoffeln. 450, genau. Die 500 Liter, ne? 30.270 Liter. Was, wie viel? 30.270 Liter. Ja, na, alles gut. Und dann mache ich einen Kalk. Warte mal, Kalk. Und dann mache ich dann Strichliste, ne? Ja. Ich vorerst mal, hä? Stefan. Jo. Haust du nein? Mach's gut, tschüssi. Ja. So, gut. Dann haben wir das schon mal, meine Freunde der Sonne. Also wie gesagt, LS25 ist heute nur dann angekündigt worden. Am 12. November ist es soweit, da kommt der Schrott raus. Und dann werden wir mal sehen, was die hier so fabrizieren von Rotz. Ein bisschen was Neues wird nicht kommen, aber mal sehen, ob es spektakulär wird oder ne. Wollen wir mal sehen. Ja, cool hier. Kuli, sag mal, hattest du eigentlich mein Dings schon wieder hingestellt? Mein hier Steinesammler? Stimmt, ja. Ja, ich hab jetzt noch nicht geguckt. Ich bin ja heute unterwegs hier mit Kalk. Du, ich weiß es gleich gar nicht so genau. Man müsste eigentlich wieder bei dir stehen. Ja. Wenn nicht, musst du nochmal anrufen. Wenn nicht, dass du irgendwo versiebt hast. Hier kommt nicht weg. Ansonsten musst du in der Kiesgrube mal suchen. Warum müssen wir denn in der Kiesgrube suchen? Na, weil ich dort auch schon Anhänger gefunden hab. Ach so, ne, hast du da eigentlich mal rausgekriegt, war das war? Ja, ich weiß, dass du das warst. Ich war das nicht. Warum sehe ich dir das mal? Ich hab doch gar keine Zeit für so einen Schnulli.
ist ja auch wurscht. Ne, warum sollte ich dir das machen? Ich versteh's gar nicht. Ach so, wie du schon wieder grinst. Hörst bis hierher. Sag mal, hast du auch Kopfschmerzen? Nee, gar nicht. Aber red nicht zu sehr drüber, sonst krieg ich vielleicht auch gleich welche. Also bis das jetzt... Das könnte passieren, weil ich hab welche. Ja, bis jetzt geht's eigentlich ganz gut. Sogar richtig dolle. Ja? Mir ist wie Feierabend machen. Manchmal echt so schlimm? So schlimm? Ja, hin und wieder, ja. Ja, ich hab hin und wieder mal einen kleinen Zuckerchen. Aber jetzt nichts Schlimmes. Also nichts mit Krasses. Naja, manchmal muss ich es auch nicht so richtig, was hier so in der Luft liegt. Wenn ich meine mal in eine Skala darstellen sollten, also müsste. Sollten, dürfen, müssen, können. Genau, dann wäre es im roten Bereich. Ach so. Eine 10 von 10 oder was? Ja, manchmal auch 1000. Ach so, nee, das ist nicht. Weiß ich nicht. Ich guck dich gar nicht mehr hin auf die Skalen. Hä? Was ist denn für Skalen? Ich sage, wenn ich meine Kopfschmerzen irgendwie symbolisieren müsste oder einordnen müsste. Ja, ich ordne die nicht mehr ein. Ah, ne, und ich ordne die nicht mehr ein. Achso, ja. Wo willst du das ablesen, wie viel Kopfschmerzen du hast? Was ist das für Blödsinn? Eine Kopfschmerzskala vielleicht oder so. Kopfschmerzen mehr. So einen Schwachsinn habe ich ja noch nie gehört. Kannst du mal sehen, gibt's nur einen Witzdorf. Wahrscheinlich. So, naja. Also ist mit dir auch nicht los, gut. Wieso, willst du schon was von mir? Mein Steinesammler. Wo hast du eigentlich, wo hast du überall Steine hingemacht? Hingemacht nirgends. Also weggemacht? Bei mir unten, 56, 57. Nee, bei mir. Na, das, was du mir gesagt hast. Ich weiß nicht mehr. Na, das war doch nur Efeld. Ach, das war nur das eine kleine oben, hä? Ja. Woanders warst du denn noch? Nö, hast du mir ja nicht gesagt. Ah, nee, gut, alles klar, dann ist auch richtig. Dann ist es richtig gelaufen. Gut. Na, fein, dann ist es doch schon mal ganz in Ordnung. Schon mal was von den anderen gehört irgendwie? Nee. Noch nicht gehört? Nee. Was machst du heute Schönes so? Vorhin hatte ich nur mal mit dem Bürgermeister gesprochen. Mal kurz. Seid ihr da vor Herzleiden? Nee, ich hab den angerufen, weil ich hab mich gemeldet, dass ich wieder da bin. So. Machst du das? Ja, ansonsten meldest du. Ach so, wegen, weil hier, machst du denn die Felder wieder oder was? Naja, da ist gerade irgendwie nicht so ein Bedarf vom Ben. Ja, mal sehen. Ja, ich denke, die haben alle ihre Felder, hä? Ich denke auch so weit. Und ich, wie gesagt, ich muss erstmal hier mich wieder einfinden. Bin ja den ersten Tag wieder da. Ja. Also von heute Vormittag zu jetzt, mein Guter, ist noch nichts wieder passiert. Ja. Und, was machst du heute so Schönes? Hast du eigentlich recht, ein bisschen was zu tun oder nicht so? Ja, schon. Ich bereite die Felder hier für die Ansaat vor und für nächstes Jahr. Was denn? Hast du so viele Felder oder was? Na, hier, meine Tochter hat doch 2 Felder von der Stadt gekriegt, unten, von der verbrannten Sache. Ach, hier, Da konnte man sich doch 2 Felder ausbohren. Ja. Ach, das hatte die gemacht, hör ich weiß. Na, und die müssen gemacht werden. Ah, was ist mit der eigentlich jetzt? Kommen die nochmal wieder oder kommen die noch nicht? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich denke, die wird sich die nächste Zeit nicht bei mir melden. So schlimm war das, die Auseinandersetzung oder was? Hä? Ja. Ach, Kuli, mit dir. Ich kenn das doch schon. Immer sagen. Macht man doch nicht.
Ich kann sie jetzt auch nicht mehr ändern. Ich kann sie auch nicht mehr. Muss ich mal langsam mit Claw kommen. Muss ich mal abschließen. Mit was? Oh, 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 jetzt habe ich auch Kopfschmerzen auch. Siehst du, sag doch, das kommt. Ja, weil du drüber redest ständig. Ständig! Zeig mal Ball flach, mein kleiner Freund. Naja. So ständig telefonieren wir gar nicht oder reden. Hm. Dass ich ständig davon reden könnte, dass ich nur mal weiß. Ja, ich war zu lange nicht da, das stimmt schon. So, na ja, gut, alles klar. Du weißt erstmal Bescheid. Ich guck dann gleich mal an den Hof, ob mein Steinesammler da ist. Wenn nicht, ruf ich dich nochmal an. Ja, dann müsste eigentlich da sein. Alles klar, Ruhe. Wenn nicht, ruf ich dich nochmal an, ne? Hm. Alles klar, bis später. Bis später. Tschüssi. Tschüss. So. Hoffentlich gehen die Lecks jetzt nicht bei mir auch noch los. So, wenn wir das hier dann gekalligt haben, dann sind wir grundsätzlich... Achso, dann müssen wir drüben noch das kleine Feld kalken. Und dann sind wir grundsätzlich eigentlich auch schon fertig. Also mit Kalken. So. Wollen wir hier noch ein bisschen kalken? Ja, meine lieben Freunde, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt, was der neue LS-Teil so bringt. Oder was ihr euch wünscht. Das wäre natürlich auch mal ganz interessant, wenn ich mal wüsste, was ihr euch so vom neuen LS-Teil wünscht. Eine gewisse Bodenphysik wollen sie ja machen. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass sie das so machen, wie wir das alle wollen. Das glaube ich nicht. Naja, schauen wir mal. Ich bin auf alle Fälle gespannt, was da noch kommt. So, na, ich brauche auf alle Fälle noch einen kompletten Anhängerzug. Den brauche ich auf alle Fälle. Ich komme hier auch nicht ganz durch. Und dann natürlich da drüben noch das kleine Feld, ne? Da muss ich ja auch noch. Das Gelecker hier noch los. Eieieiei. Ja, da sehen wir nämlich ein bisschen Landwirtschaft hier. Bei Neighbors ist immer viel, viel Landwirtschaft. Ich glaube, das gefällt euch aber auch. Bis auf den letzten Tropfen, meine Freunde. Gut, da fahren wir uns nochmal schnell zum Landhandel. Das wäre also der erste.
Und dann machen wir gleich noch einen zweiten voll. Und das reicht dann aber. Das hier müssen wir noch machen, hier. Da müssen wir dann gleich mal gucken, ob die dort ordentlich die Steine gesammelt hat. Devon! Ja? Zweiter! Gut. Ich denke, das reicht dann auch. Jo. Na, wenn nochmal, komm ich vorbei nochmal. Ja, alles klar. Alles klar, haust du rein. Und sag mal, der Kulli, die soll nicht ständig so sinnlos im Weg rumstehen, wenn gearbeitet wird. Macht's gut! Leute, da kommt was. Ich glaube, da kommt was. Mal sehen, ob sie mich anruft. Bin gespannt, ob die mich anruft. So. Ich muss dann mal gucken, ob ich den Max von Harken mal anrufe. Wisst ihr warum? Der hat doch Pferde. Vielleicht vorstellen gleich miteinander, mal gucken. Steht da der Auto? Warte mal, ist dort hier... Ist dort jemand? Ich gleich mal gucken. So, wenn wir nicht alle erwischen, das ist auch nicht ganz so schlimm. Steht hier was? Ach nee, okay. Ups. Das war natürlich bloß ein Anhänger. So. Wollen wir mal sehen. Mich wundert es, dass der Kuli mich noch nicht angerufen hat. Schweinezuchtbetrieb Obst, Manfred am Apparat gedacht. Du hast mir jetzt nicht wirklich die Vorfahrt genommen, mein kleiner Freund. Von was denn? Ich hab nur wilde Watz gebissen. Von was denn? Wo denn die Vorfahrt? Ne, ich war gerade dabei beim
Stefan, unter Silo zu fahren und da ziehst du wie ein Irrer an mir vorbei, als wärst du vom wilden Watz gebissen. Du tickst wohl nicht ganz sauber. Conny! Was gibt's denn da zu lachen? Das hätte jetzt fast gekocht. Conny, du warst doch noch nimmer aus deiner Ohnmacht wieder raus. Gegeben. Ach, du hast Gas gegeben. Mit deinem 100-jährigen Fuß, es hat jetzt noch 3 Stunden gedauert, bis du stehst doch hundertprozentig immer noch dort unter mir. Ich war. Ich hab erst ein neues Herz, das kannst du doch nicht machen. Das hat doch mit dem Herz nichts zu tun, wenn du die ganze Zeit sinnlos bis rumstehst, wenn andere arbeiten. Wenn ich mich erschreck, hat das sehr wohl was mit meinem Herzen zu tun. Und das war doch nicht. So, Lauser, nee. Wie kann man die da erschrecken? Ich bin doch von hinten schon angekommen, mit Hube wie zu einem Dampflok. Ich bin junger Hüpfer wie du. Ja, junger Hüpfer. Ich bin schon ein bisschen bedorfter. Ja, dann nimmt er mal Rücksicht auf die alten Leute. Ja, weil ich bin genauso alt. Hier, Kuli. Du bist gar nicht genauso. Du bist so fast so alt wie meine Tochter. Aber warum standst denn du da so sinnlos rum? Ich bin gerade angefahren. Ich hab mich unterhalten, hab mich schnell gesetzt und wollte gerade anfahren. Und dann kommst du aus dem Windschatten heraus an mir vorbei wie ein Irrer. Ne, Boxenstopp dauert nicht mal plus 2 Sekunden. Das ist nicht mehr so. Aber wir sind doch ja nicht auf der Rennstrecke. Ja, aber ich hab keine Zeit, Kuli, ich hab keine Zeit. Und ich hab gesehen, dass du brauchst noch 25 Stunden. Von daher dachte ich. Du warst doch noch nicht mal losgefahren. So ein Gelaber. Denn aber du warst doch noch nicht mal losgefahren, Kuli. Ich war mal, sei mal jetzt gerade dabei, loszufahren. Sei mal ehrlich. Ich war bei 2 km/h gerade angekommen. Ja. Und dann musst du schon wieder bremsen. Du kannst du doch nicht machen. Du warst in einer halben Stunde bei 2 km/h angekommen. Doch nicht sozusagen. Bei einer halben Stunde. Jetzt stell dich doch mal nicht so hin. Du standst dort. Ich hab mich nicht hingestellt. Ich kam gefahren. Ja, eben. Aus dem Windschatten heraus. Also, wie vom wilden Watz gebissen. Ich glaub, mein Schwein pfeift. Kannst mich doch nicht so erschrecken, der alte Frau. Kuli, ich muss ein bisschen schmunzeln, muss ich zugeben. Ja, das verstehe ich gar nicht. Was hast du eigentlich dort gemacht? Stundenlang rumgemerkt oder wissen Sie? Ja, ich habe Steine abgegeben und Galt mitgenommen, aber das müssen wir doch erstmal absprechen. Deswegen konnte ich doch nicht gleich mich da hinstellen. Ja, und in eurer stundenlangen Säge, in der ihr gestanden habt, da könnte ich doch mal ganz schnell ein kleines bisschen Kalk hier. Aber doch nicht, wenn ich gerade losfahre, dann muss man sich hinten anstellen. Ist doch aber nicht gerade los. Du standst doch nicht immer in der Nähe. Trotzdem in der Nähe des Silos. Ja, aber du standst doch nicht immer in der Nähe des Silos. Ich bin zwar eine alte Frau. Aber ein bisschen Knicke hab kann ich. Das kann ich dir vielleicht mal noch beibringen. Ja, du hast vielleicht ein bisschen einen Knick in der Optik gehabt. Hier, meine lieben Freunde, wir haben es aber auch schon wieder geschafft für heute. Lasst gerne mal ein Däumchen da. Weil ich muss jetzt erstmal ablachen ein bisschen. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder übermorgen. Und wenn ich dann ein bisschen abgelacht habe. Mit dem Nudelholz, dass ihr es nur mal wisst. Wenn ich dann immer ein bisschen abgelacht habe, dann gehen wir mal wieder rein in die nächste Folge, meine lieben Freunde. Lasst ein Däumchen da, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ganz sauber hier. Tschüssi, ciao, macht's gut.